sobald eine Brücke kommt, fährst du kein Golf mehr, da fährst du ein Ferrari. Und jetzt bitte, gib ihm mal. Einmal hören. Wir wollen dich Motorrad, ja nicht überstrapazieren, ja. Ich glaube, das Auto freut sich, dich zu sehen. Wasserverlust. Wasserverluste. Geil, echt geil. Also freue ich mich schon, den Motor auszubauen und das neue reinzuklatschen. So, bevor wir mit dem Video beginnen, wollte ich nur sagen, dass die Jumper, ja, Powerbank, Starter, was auch immer, da ist. Das Ding ist richtig geil. 4 Stück sind dabei. Also 4 Stück sind schon gekommen, die anderen 4 kommen noch. Die Dinger sind geil und ich glaube sogar, in dieser Verpackung sind nochmal Gutscheine drin oder Geschenke drin. Ich bin mir nicht sicher, hier hatte ich auf jeden Fall ein Geschenk, aber da werden wir nochmal ausführlich sagen. Ich wollte jetzt nicht aufmachen und wenn nicht, das Ding kriegt ihr eh umsonst, von daher, wenn es nicht drin ist, dann ist es nicht drin. Und wenn, dann habt ihr Glück. So, 4 Stück werde ich verlosen. Die anderen 4, seid gespannt, was ich damit mache. Das werden wir natürlich in einem anderen Video ausführlich alles sagen, wie die Bedingungen sind und was wir damit machen. Auf jeden Fall geile Dinger. Und nun viel Spaß mit dem Video. So, Eidosch. Landstraße. Kennst du den Wagen, ne? Na klar. So viel Wind gemacht und wir waren trotzdem gerade mal bei 100. Ja, aber trotzdem hat sich das schon sehr gut angefühlt. Schau mal. Ey, er hat ja einen Hammer-Sound, ey. Hammer, ne? Willst du nochmal, ja? Okay, ja. Dieser Feeling, ne? Auf jeden Fall. Das ist nochmal so ein extra schönes Feeling. Sound? Sound sowieso, aber das ist ja typisch VR6, ne? So, ja. Richtig schön. Ich dreh mal da vorne rum. Ja. Und du weißt, hier kommt da mal ein Turbo rein. Noch zusätzlich. Ja. Den Motor haben wir ja zusammen eingebaut und ja. Also den bauen wir zusammen aus. Ja, hier ganz rechts. Ja. Ja, sofort jetzt. Nochmal drehen, ne? Ja, einfach so dahin. Achso, ist ja so ein Ruhe-Dingsbuchchen. Okay. Ja. Und den werden wir auf Turbotechnik umbauen. Und du sollst ja den Motor ausbauen. Ja. Deswegen sollst du ja nochmal schauen. Erstmal das Auto kennenlernen. Ja, das Auto kennenlernen. Okay. So, da kommt mal. Und jetzt gleich kommt da mal eine Brücke, ne? Dann möchte ich mal ein bisschen Soundcheck haben. Okay. Sobald eine Brücke kommt, fährst du kein Golf mehr, da fährst du ein Ferrari. Oh, ne? Geil. Nicht, dass wir den Motor kaputt. Du kannst ja drücken, wir kriegen ja sowieso einen neuen Motor. Ja, aber der soll ja nicht kaputt gehen hier. Ja, ja. Der wird schon nicht. Direkt ein Smile im Gesicht. Ja, ne? Auf jeden Fall.
welche Instruktion, wo soll ich lang? Ja, wie lässt er dich so allgemein fahren? Was hast du so ein Gefühl? Schön, auf jeden Fall. Das ist ein bequemes, altes Auto, ne? So wie man die kennt eigentlich. Ja, also ich meine, obwohl der ist zwar alt, aber ich finde trotzdem, der ist immer noch sehr gut. Der lässt dich super fahren, auf jeden Fall. Ein schönes Auto. Ne? Ja, also und wenn der fertig gemacht wird, das wird schon ein sehr schönes Auto sein. Ist jetzt ein VR6. Ich bin immer noch der Meinung, also Luftmassenmesser ist ja kaputt bei dem. Mhm. Volle Leistung hat der nicht. Ne? Im Gegensatz zu den anderen. Dann machen wir den zweiten rein. Ja, will ich auch sagen. Mach mal, Motorbremse hier. Warte noch, warte noch. Und jetzt bitte. Gib ihm mal. Einmal hören. Das ist krank. Das ist krank. Geil. Echt geil. So, wir wollen dich ja nicht überstrapazieren. Ja, ist klar. Geil, echt geil. Also freue ich mich schon, den Motor auszubauen und das neue reinzuklatschen. Ja, also mit Turbo wird er natürlich den Sound nicht mehr haben, ist ja klar, aber... Echt, wird er nicht mehr? Nein, so gut ein Sound wird er nicht mehr. Also das heißt, kommt dann Turbo rein, geht der eigene VR6 Motor Sound weg? Ich glaube, ja. Bist du dir sicher? Ja. Hier ist ja das Tacho umgekehrt, oder wie? Achso, das Ding, also hier, der Drehmoment. Drehmoment ist ja falsch, ne? Ist ja 12 Uhr alles. Achso, das ist ja anders. Ja. Geil. Der hat ja auch deine Farbe, pink. Ja, Mann, passt. Wurde so ich ja nicht, ne? Geil, sich das beim Fahren anfühlt, aber ja, wenn aber man das jetzt seit langem wieder fährt, ist es schon Hammer. Ja, aber ist das Gleiche, aber hier mit Passat und VR6 Golf kannst du ja gar nicht vergleichen. Ne? Ja, klar, Passat war ein Kombi, ne, was ich gefahren habe. Das war ein Riesenteil. Dafür ist der schon hammermäßig abgegangen, muss ich sagen. Aber der hier, der geht schon ganz gut, muss ich sagen. Und das, dadurch, dass das ein Cabrio ist, ist ja nochmal so ein schöneres Feeling. Ja. Also, und du weißt, dass du den Motor ausbaust. So nebenbei. Immer noch. Ja, ich weiß. Hast du gesagt? Da kommt der neue Motor rein, oder? Ja. Mit Turbo. Ich finde es eigentlich schade. Ich würde den echt eigentlich so lassen. Aber? Warum wechselst du? Ist ein Projekt. Was haben die? Du willst unbedingt einen VR6 Motor haben mit Turbo. Ja, das haben die Leute da entschieden. Haben gesagt, VR6 Turbo rein, dann machen wir den. Okay. Was machst du mit dem Motor? Schauen. Kommt schon auch rein. Ich glaube, das Auto freut sich, dich zu sehen. Wasserverlust. Wasserverluste. So, ja, wir hatten ein Problem gehabt. Ich habe hier alles hier erneuert gehabt bei dem hier. Und diesen Schlauch hier, der war hier porös. Und ich habe das bei VW bestellt. Das Problem war, VW hätte mir nach 2 Tagen das Schlauch hier besorgt. Und ja, ich wollte nicht warten und habe gesagt, wenn, dann baue ich das schnell wieder ein. Und ich glaube, das ist jetzt geplatzt oder der Ölkühler. Beides nicht stimmt. Egal. So, dieser Motor kommt da rein. Der kommt natürlich raus. Und dabei wird mir natürlich Aydan helfen. Aydan wird den Motor komplett auseinanderbauen. Was ist auseinanderbauen? Einfach abbauen und Turbo einbauen. Aydan, freust du dich schon? Mhm. Ja, aber das Ganze machen wir natürlich, wenn es 700 Likes hat, dieses Video. Umsonst gibt es nichts hier. Hallo? Deswegen durfte ich fahren, oder? Wahrscheinlich. Natürlich, damit du dürftest das fahren, weil du den ausbaust. Du sollst diese Beziehung zum Auto führen. Ne? Okay. Weil. Das muss sein. Das muss sein. Du musst damit fahren, damit du siehst, boah, geiles Ding. Und wenn du den ausbaust, baust du den auch mit ganz anderen Augen aus. Mit viel Liebe. Mit viel Liebe, das ist sowieso. Das ist immer. So, Jungs, die Felgen. Ich hatte euch noch mal was versprochen gehabt. Das sind die Felgen hier, die Parapolfelgen. So sehen die aus. Also so sehen die aus, als ich die gekauft habe. Oder so sehen die immer noch aus. So habe ich die gekauft.
sieht Klarlack alles ab. So sieht der im polierten Zustand aus. Natürlich bin noch mal drüber gegangen, der hatte feine Kratzer gehabt, da bin ich noch mal drüber gegangen, aber der war eigentlich poliert. Und so sieht das Ganze ohne Klarlack aus. Abgeschliffen, hm? Abgeschliffen. Ich zeige euch dann noch, ich habe die ganzen Sachen da, was wir dafür braucht und so, wie ihr es machen müsst. Zeige ich euch, ich habe noch auf meinen Akzenter gewartet. Ich habe mir jetzt so einen elektrischen Akzenter geholt. Und das Ding ist geil, glaube ich. Gucken, hier, die ganzen Schleifpapiere sind da. Ne? Aber dazu machen wir noch ein Video. Da kannst du ja mal auch helfen, leider. Ja. Weil das sind sehr viele Schleifereien. Das liebst du doch bestimmt. Ne? Die ganze Zeit schleifen. Ne? Ja, schauen wir mal. Ne? Du hast das Gefühl dafür, es komplett zu schleifen. Kommt raus, kommt rein. Und dann Turbo und dann Spaß haben. Das war's eigentlich. Das Problem ist, dieses Video haben wir jetzt locker 10-mal wiederholt. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Du hast keine Lust mehr. Die Bremsen. Die Bremsen, ja, die Bremsen halten fest, weil die Bremsbacken kaputt sind. Ich gehe nicht nochmal dahin, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe das 10-mal gezeigt, weil unser Mikrofon spinnt. Ist kaputt. Ja. Und der rauscht. Genau, und da hatten wir schon so oft Probleme gehabt. Und jedes Mal vergesse ich, ein Mikrofon zu kaufen. Und ohne Mikrofon hört sich das leider nicht so gut an. Ja, und ich hoffe mal, jetzt klappt das Ganze. Ansonsten gibt es kein Video. Ja. Und genau, bei dem Motor haben wir eins Problem. Natürlich runde Zündung. Also merkt euch das, runde Zündung, Zündspule. Hier. Zündverteiler. Das heißt, Elektrik werde ich nochmal komplett auseinandernehmen, nochmal einbauen. Darauf freue ich mich tierisch. Ich auch. Weil ich habe 2 Tage für dieses Elektrik hier gebraucht, diese ganze Kabelgedünste, und guck mal, wie schön ich das eigentlich verlegt habe, ne? Wie schön ich das eigentlich verlegt habe. Alles super schön, original verlegt. Alles. Aber? Alles, ja, alles. Jetzt muss alles wieder raus. Und jetzt muss alles wieder raus. Und das Schlimme ist, ich habe alles ein Band gemacht. Also, echt, ich habe das so schön verlegt. Das sind 2 Tage Arbeit. Und die muss ich jetzt wieder zurechtschneiden, alles rausnehmen und dann wieder rein. Aber egal, was tut man nicht alles für euch? 700 Likes. Das Video könnte ich auch 700 Likes nennen. Oder 10-mal wiederholt. Ne? Mikro kaputt. Geile ist, den können wir eintragen. Größere Bremsen, die Felgen, dann gibt es nochmal KW-Fahrwerk, Supersprint, Eisenmann, Auspuffanlage, 200 Zellen Cut, 0,9 Bar, 1 Bar, so um die 400 PS. Wird geil. Ja. Aber eine andere Bremsanlage brauche ich, aber das ist das kleinste Problem. Gut. Ach, du wolltest noch wegen der Verlosung. Stimmt. Genau, das habe ich vergessen. Bei der Verlosung, genau, kommt auch ein separates Video. Die Tage haue ich ein Video raus, was wir machen mit der Verlosung. Seid gespannt. Ja, Aydan baut das Ganze ein. Bei 700 Likes, Aydan, bist dabei, 700 Likes, keine Ausreden, okay. Du bist dabei. 700 Likes sind auch ganze Menge, also... Mal schauen, ob wir es erreichen. Ja, ich glaube, die Community feiert das sowieso, dass du es machst. Und bei Aydan finde ich das sowieso geil, Aydan ist sowieso eine, die drückt gerne, hat das Ohr für den Sound. Also sie liebt einfach Sound und Leistung, das liebt sie. Yay. Und... Ja, und zu dem Wagen, genau, zu dem Wagen, was meinst du so? Auf jeden Fall geil, schönes Feeling gehabt, wirklich. Ja, hat Spaß gemacht? Auf jeden Fall, doch. Ja, ich muss auch sagen, es macht auch Spaß. Ne? Also wenn jetzt Wasserverlust nicht wäre, hätte man besser drücken können. Ja, wir hätten auf jeden Fall eine halbe Stunde gefahren. Hätten wir ein bisschen länger fahren können. Ja, also, wir haben extra nochmal richtig getankt, damit wir nochmal ein bisschen drücken und so, aber ja, egal, dafür genießt sie es. Wem wir es auf Turbo umgebaut haben. Auf jeden Fall, das wären dann ganz andere Fahrten. Ja. Gut. Denkt dran, 700 Likes, das Aydan das einbaut, 700 Likes. 700 Likes. Ne? 700 Likes, kriegen wir hin. 700 Likes, habe ich 700 Likes erwähnt? Ja, 700 Mal. Likes. So, wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz-Mutzi. Bis dann, haut rein.